Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling. Ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Und ich habe heute am 16. April 2012 eine Pressemitteilung veröffentlicht. Wichtiger juristischer Erfolg für die katholische Kirche. In dieser Pressemitteilung gehe ich auch auf einige Urkunden ein. Und damit man die jetzt nicht im Video suchen muss, möchte ich die direkt zu Anfang zeigen und erst danach die Pressemitteilung vorlesen. Also es geht um ein Gutachten, das gegen mich erstellt wurde von einem Thomas Schüller, sogenannten Kirchenrechtler an der sogenannten katholischen theologischen Fakultät in Münster. Und der hat also eine Menge dummes Zeug da zusammengefaselt. Also wirklich so ein hirnrissiger Blödsinn. Kommt einem wirklich selten unter. Also er meint, ich wäre kein römisch-katholischer Priester und seine Argumentation, naja, dazu werde ich jetzt also einiges mal vor die Kamera halten. Also zum Beispiel meint Schüller, über seine gültige Taufe ist den Akten nichts zu entnehmen. Also erstmal, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt von mir eine ganze Menge Pressemeldungen und die sind normalerweise alle mit so einer Kurzbiografie von mir versetzt. Da steht, Rolf Hermann Lingen, geboren 1967 in Recklinghausen, begann nach Abitur 1986 und Bundeswehr 1987 das Studium Katholische Theologie für das Priesteramt in Bochum. 1995 machte er das Diplom Katholische Theologie mit dem Prädikat sehr gut in Chur. Also allein die Information muss schon reichen, um sofort in Chur anzurufen und fragen, gibt es den Ling, war der da? Und war der da Priesterkandidat? Naja, und das war der Ling auch. Und dann behauptet Schüller noch, gäbe kein Hinweis auf ein Studium von mir und man müsste deshalb annehmen, dass ich diese Studien gar nicht geleistet hätte. Und zwar ist das in dem Gutachten die Unerlaubtheit seiner Weihe. Da steht drin, dass also, dass man annehmen muss, dass ich keine Studien geleistet habe. Also allein schon die Kurzbiografie von mir, die praktisch auf allen Pressemitteilungen dabei steht, müsste ja eigentlich schon jeden vernünftigen Menschen zum Nachdenken anregen und sagen, also bevor ich irgendwas über den Ling erzähle, rufe ich da mal an. Und gut, also hier erstmal meine Taufurkunde. Ich bin also noch gültig getauft worden, 1967, auch wenn das in der V2-Gruppe, also Vatikan II-Gruppe war. Ich bin dann 93 von der V2-Gruppe gefirmt worden. Das war wahrscheinlich ungültig, weil die Firmung nach dem sogenannten neuen Ritus erfolgte. Und abgesehen davon, weiß ich gar nicht, ob der Typ, der mich da angeblich gefirmt hat, überhaupt Bischof war. Das war also allerhöchstens eine fragwürdige Firmung. Gut, ich war zunächst im sogenannten Bistum Essen Priesterkandidat nach der Schule und Bundeswehr, Abitur 1986, Bundeswehr 1987, habe ich 87 in Bochum angefangen als sogenannter Priesterkandidat für Essen, aber dann gab es schon sehr früh sehr große Probleme mit diesen Leuten. Ich war nicht bereit, diese ganzen Häresien, die mir da permanent um die Ohren geschlagen wurden, dann einfach so in der Prüfung zu wiederholen. Bin dann eine Zeit lang in Köln gewesen, wollte aber weiter Priester werden. In Köln war ich nur einfacher Student, da gab es auch gar keinen Priester mehr oder so, also an der Uni Köln. Die Priesterkandidaten mussten, glaube ich, in Bonn studieren. Und gut, da habe ich an den Josef Ratzinger geschrieben, der war damals sogenannter Präfekt für die Kongregation für die Glaubenslehre. Der hat, glaube ich, heute Geburtstag, 16.04., wird 85 Jahre alt, vielleicht freut er sich, dass ich seinen Brief, den er mir vor etwa 20 Jahren geschrieben hat, nochmal hier in die Kamera halte. Und zwar, ist vor allem wichtig der Satz, ich bräuchte einen Bischof und da wäre ein Gespräch mit
Bischof Haas möglich in Chur? Naja, und dann habe ich mit Bischof Haas, also der ist kein Bischof, aber mit diesem Wolfgang Haas gesprochen. Ja, habe ihm darauf hingewiesen, dass Ratzinger mir die Empfehlung gegeben hatte. Und Haas hat mich dann als sogenannter Priesterkandidat in sein sogenanntes Priesterseminar in Chur aufgenommen. Ich war dann auch bei der Kantons- oder Fremdenpolizei des Kantons Graubünden. Die haben mir dann auch eine Einreisebewilligung ausgestellt. Und zwar war ich dann eben im Priesterseminar St. Luzi in Chur. Und da war ich also Priesterkandidat und zum Beispiel habe ich doch diese Verballhornung des der niederen Wein da mitbekommen. Also die haben ja keine niederen Wein mehr da, die haben so Beauftragung oder Dienstamt. Und der Haas hat mir dann also das Dienstamt des Lektorates erteilt. Sowas aber auch. Also alles natürlich Unfug. Aber jedenfalls war ich da Priesterkandidat und wurde also auch ganz normal geführt. Naja, das war also 94, da war ich noch gar kein Seelsvakantist, aber einige Wochen später hatte ich also so die Nase voll von diesem ganzen Blödsinn, der da lief in diesem Seminar und dieser permanente Streit mit den sogenannten Dozenten, auch mit dem sogenannten Regens da, Peter Rutz vom Opus Dei. Das war alles sehr unschön. Und dann habe ich jemanden gefragt, ob er mir vielleicht Literatur von Lefebvre geben könnte. Und dann hat er gesagt, ja klar, mache ich. Und gibt mir also ein Heft von Sidisvakantisten, also gar nicht Lefebvre. Und ich dachte, ja, das ist es. Also da muss ich jetzt mal nachhaken. Und dann bin ich also auf eine Gruppe gestoßen, die damals also in München war, aber auch so in einer größeren Umgebung da noch gewirkt hat. Und das war in Neu-Ulm. Da bin ich dann gefirmt worden, richtig gefirmt worden von Marc Pivarunas. Ziemlich bekannter Tuck-Bischof, also aus der Sukzession von Ngodin Tuck, dem Erzbischof. Und das haben also zwei Sedi-Priester beglaubigt. Der eine ist jetzt Bischof, der Cloquel ist jetzt Bischof, der zweite. Und James Betz, der andere. So, das war im März 95. Im Juni 95, also etwas später, war ich zwar noch Seminarist, aber hatte schon erklärt, dass ich nicht Priester werden wollte. Man hat dann versucht, mich dann irgendwie umzubiegen, aber war alles erfolglos. Hier habe ich dann noch das Diplom gemacht, sehr gut. Und danach bin ich also von Wolfgang Haas zu Priester geweiht worden. Hier ist die Weiheurkunde. Und Bischof Lopez Gaston ist auch aus der Tuck-Sukzession wie Pivarunas. Ja gut, der Tuck hat also viel zu viele Leute geweiht und meistens sehr fragwürdige Leute. Aber hier steht also auf Latein, dass meine Weihe als Priester anerkannt wurde. Da steht Agnoscimus, das heißt anerkennen, Dignitatem Sacerdotalem, also die priesterliche Würde des Priesters Rolflingen. Das hat Lopez Gaston bestätigt, 96, und der ist vor ein paar Jahren gestorben, im Alter von 80 Jahren, Lopez Gaston. Also, das ist also einiges an Unterlagen, vieles davon habe ich schon veröffentlicht, dann gibt es noch eine dicke Mappe von Unterlagen, dass also Bischof Schmitz nicht nur von der katholischen Kirche, wie zum Beispiel hier von Lopez Gaston, als Bischof anerkannt wurde, sondern eben auch von der V2-Gruppe von Lefebvre zum Beispiel. Das war 1976, die Exkommunikation von Lefebvre 1986, also 10 Jahre später. Und andere Schreiben und so weiter, das habe ich schon alles veröffentlicht. Vielleicht kommen dazu auch noch ein paar Sachen, aber jetzt
noch zu der eigentlichen Pressemitteilung. Wichtiger juristischer Erfolg für die katholische Kirche, 16.04.2012. Seit vielen Jahrzehnten werden von deutscher Seite zahlreiche illegale Repressionen gegen die katholische Kirche ausgeübt. Siehe zum Beispiel das Konkordatsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26.03.1957. Und mit Eintritt der bisher längsten Sedisvakanz des Stuhles Petri beim Tod von Papst Pius XII. 1958 begann die BRD den Bürgern das Bekenntnis aufzuzwingen, dass die Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils, V2, die katholische Kirche sei. Dementsprechend führte die BRD auch zahlreiche Zivil- und Strafprozesse gegen den Verfasser wegen seines, wohlgemerkt auch gar nicht gesetzlich verbotenen, sogenannten Sedisvakantismus und verhängte schwere Strafen gegen ihn. Der neueste Strafprozess dieser Art, Amtsgericht Dorsten-Schöffengericht, sollte heute am 16.04.2012 enden, und zwar anscheinend mit einer mehrjährigen Gefängnisverurteilung des Verfassers. Alles schien bereits besiegelt, aber 3 Tage davor erhielt der Verfasser plötzlich eine Abladung zum Termin der Hauptverhandlung. Grund der Aufhebung? Befangenheitsantrag des Angeklagten. Wie verworren das Betreiben der Justiz ist, lässt sich auch bei umfangreicher Beschäftigung mit der Materie allenfalls erahnen. Hier nur einige Aspekte. Erstens. Tatsache ist, der Verfasser hatte am 9.04.2012 eine endgültige Ablehnung von Richter Wolfhard Timm und Staatsanwalt Joachim Lichtinghagen an die Justiz gefaxt. Daran heißt es, Zitat, unbestreitbar handelt es sich hier um einen rein kirchlichen Prozess, in den der Staat sich gar nicht einmischen kann und darf. Und selbst wenn die BRD hier überhaupt etwas zu sagen hätte, Timm und Lichtinghagen sind nicht tauglich für so einen Prozess. Timm wollte denn auch in der Hauptverhandlung das Strafverfahren einstellen nach der Devise, ich finde keine Schuld an ihm. Aber dann ließ Lichtinghagen den Prozess unterbrechen. Nach einer Beratung hinter verschlossenen Türen setzte Timm den Prozess dann doch fort. Und zwar wollte er ein Gutachten zu meiner Priesterweihe. Diesem Gutachten müsse ich mich vollkommen bedingungslos, vollkommen uneingeschränkt unterwerfen. Hier wird also a priori ein Gutachten einfachhin für unfehlbar erklärt, was an sich schon problematisch ist, zumal § 839a BGB ja ausdrücklich auf die Möglichkeit eines Falschgutachtens abstellt. Und als Gutachter bestimmte Timm dann obendrein Thomas Schüller. Schüller ist als V2-Anhänger Heretiker, bezeichnet als V2-Kirchenrechtler, die V2-Texte als Dogmen, unterstützt das Memorandum Kirche 2011, ein notwendiger Aufbruch. Das Gutachten wiederum ist so überschäumend, stümperhaft und falsch, dass es unmöglich gegen mich verwendet werden kann. Zitat Ende. Die absurden Fehler im Gutachten wiederum hat der Verfasser sofort vorgebracht. Und noch viel grundsätzlicher, als der Verfasser vor über 16 Jahren sogenannter Sedisvakantist wurde, hat er eine entsprechende Erklärung veröffentlicht und der V2-Gruppe zur Stellungnahme vorgelegt. Die derzeitige Sedisvakanz, der Unterschied zwischen katholischer Kirche und ökumenischer Antikirche. In den ganzen darauffolgenden Prozessen hat der Verfasser immer wieder den Widerruf seiner Aussagen und die Unterwerfung unter die V2-Gruppe zugesichert, sobald seine Position widerlegt ist. Der Verfasser hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die Kirche gemäß Dogma dem Staat nicht unterworfen ist und dass er sich deshalb keinen argumentationslosen Zwangsmaßnahmen beugen wird. In weit über 1000 Publikationen hat er seine Position bekräftigt. Darauf reagierten BRD und V2-Gruppe aber immer nur mit immer schwereren Zwangsmaßnahmen. Sogar eine Psychiatrisierung wurde, wenn auch vollkommen erfolglos, versucht. Und nun also droht eine langjährige Gefängnisstrafe. Nie gab es irgendein Einhalten, bis plötzlich zu dieser Abladung wegen eines Befangenheitsantrags. Diese Atempause, obendrein so kurz vor der scheinbar endgültigen Lösung des Problems, ist an sich schon eine Sensation. Zweitens und noch erstaunlicher, eine Recherche zum Thema Befangenheitsanträge ergibt vor allem, dass diese fast immer abgelehnt werden, und zwar sofort und ohne vernünftige Begründung. Bereits am 21.09.1981 resümierte der Spiegel, wann ist ein Richter befangen, siehe auch justizkacke.de, Richter rücken selten ab, wenn einer ihre Objektivität in Frage stellt. Nicht einmal 5% der Ablehnungsgesuche, so die Auswertung westdeutscher Gerichtsverfahren, haben Erfolg. Amtsrichter besonders fühlen sich unanfechtbar. Kaum einmal korrigierten Richter ihre Kollegen. Nur 1,3% der Revisionen beim BGH, die auf Befangenheit gestützt sind, gehen durch.
In der Praxis wird fast jede Ablehnung erstmal schlicht als Angriff auf die Funktionsfähigkeit des Justizapparates gesehen, wie der Justizautor Ludwig Bendix beobachtete, oder auf die heilige rationalistische Überlieferung des unparteilichen Richters. Zitat Ende. Drittens, vielleicht von Belang, zufälligerweise sorgt momentan der Falschgutachtenfall von Monika de Montgason für Schlagzeilen. De Montgason hatte infolge fehlerhafter Gutachten des Landeskriminalamtes 888 Tage unschuldig im Gefängnis gesessen. Nun wurde sie vom Kammergericht Berlin dazu verurteilt, 32.000 Euro zu bezahlen für die von ihr in Auftrag gegebenen korrekten Gutachten, wodurch ihre Freilassung überhaupt erst ermöglicht wurde. Gutachten können also keineswegs nur theoretisch, § 839a BGB, sondern auch tatsächlich falsch sein. Ein Grund mehr, bei der a priorischen Unfehlbarkeitserklärung eines Gutachtens nach der Unparteilichkeit des Richters zu fragen. Viertens, aber entscheidend zur richtigen Beurteilung dieses immerhin bearbeiteten und insofern bereits erfolgreichen Befangenheitsantrags, diese a priorische Unfehlbarkeitserklärung des Schülergutachtens ist eigentlich gar nicht abwegig, ganz im Gegenteil. Tim hatte, oberflächlich betrachtet, eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als den Verfasser zu einer bedingungslosen, vollkommenen Unterwerfung unter dieses Gutachten zu zwingen. Nicht vergessen, dies ist ein rein kirchlicher Prozess, denn es geht um die Frage, ob der Verfasser sich rechtmäßig als katholischer Priester bezeichnet oder nicht. Es ist ein Dogma, dass die Kirche dem Staat nicht unterworfen ist, das heißt, der Staat muss hier vollkommen dem jeweiligen kirchlichen Urteil folgen. Fünftens, nur als Beispiele zur Orientierung. Die absurden Falschaussagen dieses umfangreichen Gutachtens sind viel zu zahlreich, um sie in einer kleinen Pressemeldung vollständig abzuhandeln. Bekanntlich wurde der Verfasser urkundlich bewiesen von der V2-Gruppe gültig getauft, wohl ungültig gefirmt, war sogenannter Priesterkandidat zunächst im V2-Bistum Essen und dann, auf persönliche Empfehlung seitens Josef Ratzinger, im V2-Bistum Chur, wo ihm die V2-Gruppe das Diplom Katholische Theologie mit dem Prädikat sehr gut ausstellte. Aber laut Schülergutachten wurde der Verfasser nicht in der V2-Gruppe getauft, geschweige denn gefirmt, war niemals Priesterkandidat und hat höchstwahrscheinlich auch nie V2-Katholische Theologie studiert. Kurzum, die V2-Gruppe erklärt öffentlich in einem großen Strafprozess, dass sie jemanden praktisch gar nicht kennt, mit dem sie, urkundlich bewiesen, viele Jahre lang sehr eng verbunden war. Und das sind noch die harmlosesten Falschaussagen dieses Gutachtens, weswegen ein Strafverfahren gegen Thomas Schüler wegen Verleumdung und Volksverhetzung anhängig ist. Sechstens, der Ursprung der Absurditäten. Man vergegenwärtige sich das Dogma, dass die Kirche nicht dem Staat unterworfen ist. Aus kirchlicher Perspektive ist es also absolut verboten, jemanden, erst recht durch staatliche Gewalt, zum Abschwören vom katholischen Glauben zu zwingen. Aus V2-Perspektive hingegen ist genau dieser Zwang absolut lebensnotwendig. Die V2-Gruppe kann schlichtweg nicht beweisen, dass sie die katholische Kirche ist, eben weil sie es nicht ist. Deshalb wird jedes Argument, respektive jeder Wahrheitsliebender, sofort und ausschließlich mit aller, gerne auch staatlicher Gewalt bekämpft. Jede Lüge ist willkommen, wenn sie nur dem Zweck dienlich ist, den Gegner auszuschalten. Im Grunde ist ja die Wahrheit der eigentliche Gegner der V2-Gruppe. Die katholische Kirche ist die Grundfeste der Wahrheit, 1 Timotheus 3,15. Die V2-Gruppe dagegen ist eine vollkommen andere Religion, eben eine Gegenkirche. Was von der katholischen Kirche zutiefst verurteilt wird, wird von der V2-Gruppe zur höchsten Instanz erhoben. Siebtens. Die eigentliche Wurzel des Übels, der Befangenheit, ist jeder Richter unleugbar schuldig, der die V2-Gruppe argumentationslos als katholische Kirche hinstellt. Das heißt, niemals kann und darf man irgendein BRD-Urteil als rechtskräftig bezeichnen, geschweige denn befolgen, demzufolge die V2-Gruppe die katholische Kirche sei. Alle diese Verurteilungen gegen den Verfasser sind absolut null und nichtig sowie strafbar gemäß § 6 Völkerstrafgesetzbuch. Damit, das hat der Verfasser immer zu allen Verurteilungen erklärt und diesen Grundsatz wird er auch weiterhin vertreten.